Okay, die nehmen uns hart auseinander. Einer alleine wäre machbar, denke ich. Aber so glaube ich keine Chance, ey. Andererseits. Das haben wir schon. Die sind ein bisschen anhängig, die Herren, das gefällt mir nicht. Okay, ich muss mich gerade echt konzentrieren, die sind ziemlich stark. Nervig ist, die sind zu zweit. Das ist nicht das Problem, da kann man ein bisschen blocken und ausweichen ganz gut. Dem zu Leibe rücken, aber so. Oh, du Sackratte. Elende Sackratte. Pisser, Elender. Rückwärts durch den Sumpf sich zu bewegen, ist bestimmt sicher. Boah, der hat daneben uns geschlagen. Was für ein Glück, ey. Doch, die kriegen wir. Einen haben wir. Und zwei haben wir. Ich gucke lieber gar nicht auf unser Heiltrankkonto. Das deprimiert nur. So, Kollege Nummer 1 ist hier gestorben. Geschlechterbestimmung bei Skeletten gestaltet sich immer ein bisschen als schwierig. Irgendwie ist hier bisher erstaunlich wenig. Ich besteige trotzdem das Gefühl, dass wir hier, was Gegner angeht, noch nicht fertig sind. Ah, war ja klar. Da rechts im Außenaugenwinkel sehe ich noch irgendwas anderes wuseln. Zwei von den Missviechern. Klasse, ey. Ich weiß nicht, ob wir hier schon sein sollten, ey. Ehrlich gesagt. Mistviech Elendes. Ja. 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 Ah. Ja. Alter Schwede, ey. Und für das Ganze? Für ein Skelett und eine Eisenader oder was? Eine Fresse noch eins. Das hat sich gelohnt. Hätte ich das gewusst, wäre ich draußen geblieben. Ach ne, eine Mana-Wurzel. Ah. Dafür die ganze Mühe. Hammer. Aber meistens hat sich das noch gelohnt hier echt für die EP, die wir gekriegt haben. Die waren solide. Da kann man nicht meckern. Schicken wir uns doch noch mal ein bisschen weiter im Sumpf um. Der ist nicht so riesig. Ach, guck mal, ein Lagerfeuer. Nautilus ist. Zwei weitere Nautilus-Spruchrollen rennen hier rum. Im übertragenen Sinne. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Na, klasse. Button-Profi.
Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Rottwürmchen und die Moorleichen und die Krallenfalter haben wir hier auch noch nicht umgenockt. Nur so fürs Protokoll, dass wir hier niemanden vergessen. Da ist die Krallenfalter, okay. Machen wir uns mal kurz Wurmi. Wurmi muss sein, ein Herz für Wurmi. Ja. Zwei Moorleichen, habe ich da rechts noch erspäht. Auf jeden Fall noch einen Mob-Krallenfalter. Schon geil, wie wir jetzt schon langsam so die ganzen dicken Viecher hier in dem Spiel umschnetzeln, ne? Oh, eine Heldenkrone. Wuhu! Heldenkrone. Ey, das ist alles easy go mit den scheiß Skeletten eben, ey. Wuhu! Es lohnt sich halt, diese ganzen Viecher umzunocken, die so, die ganzen dicken Viecher umzunocken. Ich meine, die geben halt 4 EP. Das wird später noch richtig lustig, wenn ein gewisse, wenn so im Endgame knümmeln wir die ganze, jeder so irgendwie so 200 bis 250 EP geben oder sowas pro Stück. Da wird's richtig lustig, da eskaliert der Level immer nochmal so ein bisschen. Da scheint eine Insel zu sein. Da und scheinbar doch noch irgendwie mehr als gedacht. Seht es als Training an. Um unseren Charakter für die Kämpfe, die da noch so kommen werden, zu rüsten. So, sehen wir es so. Das ist aber noch nicht die Krallenfighter-Insel, an der wir eben vorbei. So, das. Das. Genau, stimmt, da hinten sind auch noch welche. Schau mal, da rechts. Ich wusste doch, hä? Ich hatte in solchen Spielen manchmal nicht die beste Orientierung, aber komplett blöd bin ich auch nicht. Der Dietrich ist hin. Geschafft. Das war geraten. Ui, ein Tra- Da gibt's nichts mehr, aber dahin. Guck, die meine ich doch. Krallenfighter Island Nummer 2. Dann nochmal 4-mal. Dafür, dass sie 90 EP geben, halten die aber erstaunlich wenig aus. Oder sind keine würdigen Gegner, nennt's wie ihr wollt. So, wir noch ein paar Heiltränke. So viel gerade Heiltränke, wie bekloppt haben. Wie steht es eigentlich in unserem Betrieb? Ach, wir haben schon 16 von den normalen Heiltränken zum Beispiel. Das ist ja schon. Wo war jetzt der Ausgang? Nicht der komplett offizielle Weg, aber nach dem offiziellen Weg werden wir hier hochgekommen, aber mein Gott. Die Drohne haben wir auf dem Weg witzigerweise übersehen. Verrückt. Verrückt. So, dann wieder in den Tempel rein. Steaks zur Stärkung vorher. Komm, hau dich auch rein, das Zeug, mein Freund. Gönn dir auch mal 3. Sind ja heute mal nicht so. Hey,
kommst du denn jetzt auf einmal wieder her? Ich habe einen zweiten Ausgang gefunden. Was denn? Da unten in dem Loch? Ja. Ist ja ein Ding. Was ist mit dem Schatzsucher? Ja, auch den habe ich gefunden. Na sowas. Du hast es echt drauf. Wenn du jetzt auch noch Danilo findest, wäre das eine echt tolle Sache. Ja, ja, ich arbeite dran. Aber mach schnell. Ich will wieder raus aus diesem Ding hier. Nervensäge. Genau. So, das ist jetzt was uns die nächsten... Ja, jetzt nicht die nächsten Aufnahmen, aber in diesem Spiel noch öfters begegnen wird, solche Ruinen wie diese hier. Da kommen noch so ein paar von. Ich persönlich finde, es ist der geilste Part vom Spiel, diese Tempelruinen, die unterirdischen plündern. Daher ist es was, worüber ich mich echt nicht beschweren werde. Da ist doch schon mal jemand. Wer bist denn du? Bleib locker. Ich tu dir nichts. Mann, hast du mich erschreckt. Was rennst du hier überhaupt rum? Bist du lebensmüde? Ja. Nicht nur, dass dieser Tempel völlig marode ist und jeden Moment droht einzustürzen. Überall lauert der Tod hier unten. Der Tod. Wo ist euer Anführer? Danilo habe ich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Er ist mit diesem verrückten Schatzsucher da drüben in dem Gang verschwunden. Wollte nur mal eben sehen, was es da zu holen gibt. Aber weder er noch der Schatzsucher sind da je wieder rausgekommen. Wenn du mich fragst, sind die beide verreckt. Ich werde nach Danilo suchen. Wir gucken mal nach. Du bleibst hier. Scheint ja eben nicht so optimal zu laufen, die Ausgrabung. Wie geht die Arbeit voran? Mühsam. Bin ganz alleine. Wie geht's deinem Bruder, Olf? Olf ist irgendwas Schlimmes passiert. Ich kann das fühlen. Du musst ihm helfen. Er ist in großer Gefahr. Machen wir. Beruhige dich. Ich werde deinen Bruder Olf schon finden. Ja, finden wirst du ihn sicher. Aber wenn du dich nicht beeilst, ist er dann vielleicht schon tot. Was hast du bisher gefunden? Ein bisschen Goldkram. Zu viel, um zu sterben. Zu wenig, um zu leben. Das einzig Interessante ist dieser Altar dort drüben. Er scheint über einen komplizierten Mechanismus mit der Gittertür dort verbunden zu sein. Das ganze Ding ist mit einer Technik verarbeitet worden, die mir gänzlich unbekannt ist. Eins ist schon mal klar. Die Erbauer dieser Tempelanlage waren hochentwickelt. Das ist ja schon fast schon als spannend zu bezeichnen. Dann gehen wir erstmal hier rein. Mal sehen, gibt es jetzt das hier schon? Ha! Dudum! Unsere Fake-Särge. Ja. Da kommen also Knochenkörper raus. Manche können wir plündern, so wie den hier. Und manche, wenn wir sie anklicken, kommen Skelette raus. Ist immer geil, wenn man das irgendwie... Uiuiui, Dämonenklinge, Zweihandschwert. Woohoo! Wir müssen dringend A, Stärke trainieren und B, so weit skillen, dass wir zwei Hände an... Sachen gibt das? Also wenn dieses marode Ding mit dem Dietrich gesichert wäre, hätte ich gesagt, dreht das Ding einfach ein. So stabil ist das nicht mehr. Cool. Ja. Na und ja, meine Freunde. Regen wir es wie echte Männer. Männlich hat er da eben nicht gekämpft, der Erste. Ja. Oh, sein Ge- gut aus. Wenn ich nicht besser wüsste. Ah, was haben wir hier Schönes? Eine alte Büste gibt's hier auch. Cool. Dann haben wir schon zwei davon. Scheinen ja irgendwie...
Daniel, wo haben wir den Schatzsucher aber irgendwie noch nicht? Ich wollte sagen, ich habe schon prophylaktisch das Schwert zieht, da ist garantiert irgendwas. Gute, ey, wenn die zu dieser Schlagkombo ansetzen, die der da gerade ausgeholt hat, dann wird das richtig hässlich. Fuck! Shit! Ich habe keine Ahnung, was wir zuletzt gespeichert haben. Echt, ich pack den. Und Mist. Das sind wieder die beiden bei Dani, so. Naja, gut. Das ist jetzt nicht so lang. Wirft. Alter! Das sind aber auch Arschkrampen. Meine Fresse, die sind ganz schön asozial, die Gude. So. Machen wir das gerade gute Stück halt nochmal. Und dann pfeifen wir uns mal ein paar Sticks rein. Dann müssen wir uns ja mal wieder ein bisschen heilen. Sollte reichen, um Gulto zu kriegen. Theoretisch. Der steht sehr günstig, vielleicht können wir den in die Ecke. Boah, die sind schnell. Ich habe eine Schlagkombi, wenn die voll ausführen können, haben wir so verkackt. Jetzt haut auch noch Magie raus. Der ist doch stärker als die anderen. Meine Fresse. Was ein Arschvieh. Komm, der ist richtig arschig. Also richtig übel. Drecksgude, ey. So, nächster Versuch. My friend, komm. Jetzt mach ich dich kaputt. Guck mal, der lässt uns teilweise. Warum ist der so stark? Also diese 7-Schlag-Kombo, die der ausführt, das habt ihr ja teilweise gesehen, die können wir nicht abbrechen. Also wir können da den gar nicht dran hindern, uns 7-mal zu klatschen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir genug Leben haben, um es irgendwie zu überstehen. Weil blocken können wir es nicht. Zumindest nur einen Schlag und danach patscht er uns hier wieder 10.000 Mal eine geführt. Wie mich das gerade wurmt. Ich muss da nochmal einen Heiltrank rein. Ausgewichen. Und wir kommen gar nicht dazu, ihn anzugreifen. Ich weiß nicht, wie wir diesen Gulto kriegen sollen. Er setzt einmal zu seiner 7-Stark-Kombo an, wir sind weg, wir können nicht abblocken, wir können nicht ausweichen. Ich bin überlegen, ob man sich irgendwie einen erhöhten Punkt sucht, wo er nicht rankommt und versucht, den mit dem Bogen umzuschießen, aber... Ich weiß auch nicht, was das bringen soll. Naja. Einfach so lange weiter probieren, bis es klappt. Ah, na endlich. Mei, das ist ein Arschkrank.